Unsere nächste Meldung kommt aus der Nähe von Trier. Dort hat eine unachtsame Mutter einen Verkehrsunfall mit 4 Schwerverletzten und hohem Sachschaden verursacht. Offenbar hatte die Frau vergessen, ihren 35-jährigen Sohn bei der Verabschiedung daran zu erinnern, er solle vorsichtig fahren. Jetzt drohen ihr rechtliche Konsequenzen. Von diesem Kleinwagen ist nur noch ein zerknollter Haufen Blech übrig. Sein Fahrer Thomas W. liegt verletzt im Krankenhaus. Der 35-Jährige verlor gestern in dieser Kurve die Kontrolle über seinen Wagen, drängte ein entgegenkommendes Fahrzeug von der Straße ab und raste anschließend gegen einen Baum. Thomas W. hat bei dem Unfall schwere Prellungen erlitten, sich mehrere Rippen und den Arm gebrochen. Er ist schockiert von der Verantwortungslosigkeit seiner Mutter Gerda. Also ich weiß wirklich nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Seit ich den Führerschein habe, sagt sie immer, fahr vorsichtig. Und dann setzt sie plötzlich so einfach mein Leben aufs Spiel. Die Folgen von Gerda W.'s Unachtsamkeit sind verheerend. Bereits kurz nach Verlassen der elterlichen Einfahrt geht Thomas W. dazu über, mit durchgedrücktem Gaspedal und geschlossenen Augen Schlangenlinien zu fahren. Von der üblichen Vorsicht keine Spur. Nicht einmal der Sicherheitsgurt ist ordnungsgemäß angelegt. Der anschließende Unfall nur eine Frage der Zeit. Seine Mutter ist jetzt natürlich in Erklärungsnot. Ich hab das doch nicht gewollt. Ich hab dem Jungen noch ein großes Stück Kuchen eingepackt. Und dabei muss ich wohl vergessen haben, ihm zu sagen, dass er vorsichtig fahren soll. Halten Sie mich bitte nicht für eine schlechte Mutter. Obwohl Thomas W. froh ist, dass niemand wegen seiner rücksichtslosen Mutter ums Leben kam, werden alte Erinnerungen wach. Schon früher wäre ich mehrfach fast im Schnee erfroren, weil sie vergessen hatte, mich daran zu erinnern, dass ich mich warm anziehen soll. Mein Teller musste ich früher selten leer essen. Auch deshalb bin ich heute nicht groß und stark. Das letzte Wort ist in diesem Fall derweil noch nicht gesprochen. Gerda W. droht nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Außerdem erhält sie 4 Punkte in Flensburg sowie 3 Monate Fahrverbot.